Mir tun die russischen Soldaten leid, mir tun die ukrainischen Soldaten leid, mir tun die Zivilisten alle leid und ich möchte, dass jetzt endlich Friedensverhandlungen stattfinden, dass diese Regierung mal was für den Frieden tut, denn mit Panzern hat noch nie einer Frieden im Land geschaffen. Das ist genau das Gegenteil.